In der heutigen Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Grand Arena Meisterschaft geht es in das erste Finale der ersten Grand Arena Meisterschaft und es ist, wie erwartet, mein Gegner eine richtig harte Nuss. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Grand Arena Meisterschaften Time. Ja, in der letzten Folge haben wir natürlich gemeinsam einen Sieg errungen gegen Ulrich Mindas. Das habe ich ja im letzten Video euch gezeigt. Und wir haben ja danach auch noch spekuliert, wer mein Gegner ist. Und ich habe es ehrlich gesagt fast befürchtet, dass es dieser Kollege hier ist. Und er hat mir da wirklich ein paar Eier hinterlegt, die nicht so einfach zu knacken sind. Und? Denn es gibt manche Teams, wo ich wirklich einen Bogen drumherum gemacht habe, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die besiegen kann. Gehen wir mal rein. Und ihr seht es schon, jede Revan hat er gesetzt, die Ewoks hat er gesetzt, natürlich die Schwestern der Nacht. Und ein Bosk-Team. Und da ist wenn ich jetzt hier reingehe, das Team hier. Ein Schwestern der Nacht-Team mit Enfys Nest. Das ist eine harte Nuss, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich die knacken kann. Sonst wacht sie nie dabei auf. Na egal. So. Und ich habe mir auch versucht, eine Strategie zu überlegen. Mir fällt einfach nichts Besseres ein. Und deswegen werde ich mich jetzt als erstes um dieses Team hier kümmern. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich dieses Team hier besiegen kann. Allein durch Enfys Nest. Oh, ich sage euch eins, das ist wirklich eine verdammt harte Nuss. Das Problem ist, warum es für mich eine harte Nuss ist, folgendermaßen. Bevor wir jetzt reingehen, zeige ich euch noch schnell was. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Jetzt schauen wir den Kollegen mal genauer an. Natürlich, ich könnte jetzt mit meinem Nihilus da reingehen und Enfys Nest ohne Probleme auslöschen. Wäre kein Problem, aber, wo sind sie? Er hat Geonosianer. Und normalerweise sollten, wenn ich mal überlege, gehe ich mal hier rein. So stark ist die Brut Alpha nicht. Und sie hat kein Seta. Nur ich bin etwas unsicher, weil er hat alle relativ hoch schon, ist dabei zu gieren. Und da könnte es dann schon recht knackig werden, wenn er die in die Verteidigung gesetzt hat. Und deswegen bin ich da etwas unsicher. Aber ich glaube, ich sehe ehrlich gesagt keine große Wahl, dass ich da auf Nummer sicher gehen kann. Natürlich könnte ich jetzt mit dem Imperiums-Team das Ganze machen. So, also. Aber, wie gesagt, gegen Enfys Nest ist es eine andere Hausnummer. So, Palpatine.
Vader. Dann Bastila-Schan gefallen. Nihilus. Und Count Dooku. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Team durchaus funktionieren kann. Ich habe mir überlegt, Thrawn mit reinzusetzen statt Nihilus. Aber dann würde ich ein komplettes Imperiumsteam, was ich wahrscheinlich dann für später dann noch brauche. Oh, ich sage eins, das ist wirklich eine verdammt harte Nuss, was die mir da draufgedrückt haben. Jo, los geht's. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich dieses Team so besiegen kann, vor allem mit vielen, vielen Punkten. Aber das ist momentan mein härtestes Team. Wie gesagt, ich bin am Überlegen. Also, als erstes muss ich sie natürlich... So, gleich noch betäubt, ist sehr gut. Dann kriegen sie alle ein paar Debuffs. Und jetzt schauen wir, wie wir alles betäuben können. Fast alle. Jetzt saugen wir... Dann gehen wir weiter auf ihn los. Dann machen wir uns unsichtbar. Also der Zombie hält wirklich eine ganze Menge aus. So, das erste Mal haben wir geschafft. Okay. Dann bin ich Daka. Dann gehen wir weiter. Und Empfis Nest schön brav unter Stun halten. Dann kann erstmal nichts passieren. Jetzt saugen wir nochmal. Jetzt ist Daka wieder wach. Jetzt machen wir nochmal Schaden auf alle. Jetzt kriegen sie alle noch ein paar Debuffs. Das erste Schwertchen schmeißen. Der Zombie ist das erste Mal gestorben. Sehr gut. So, jetzt versuchen wir wieder alle zu betäuben. Und jetzt löschen wir gleich sie aus. So. Dann will ich jetzt die Daka weg haben. Okay. Das war der zweite Tod. Jetzt nehmen wir eben die Buffs. Jetzt will ich sie den Zombie unbedingt verlangsamen, damit er nicht nochmal zum Zug kommt. Saugen wir nochmal. Okay, jetzt kommt der nicht mehr dran. Jetzt können wir sie alle systematisch erledigen. Ja, ich wollte jetzt gerade die alte Darke erledigen. So, jetzt kriegt sie erstmal ein Schwertchen, damit sie schon mal wirklich nicht mehr angreifen kann. So, das war's. Okay, das Team hat jetzt doch besser funktioniert, als ich es gedacht habe. Den erledigen wir und jetzt löschen wir den Zombie aus und das war's. Jetzt müssen 60 Punkte sein. Sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Okay. Jetzt muss ich natürlich nach oben wechseln. Dann greifen wir das Jedi Training, sondern Jedi Revan Team an.
Ich muss es natürlich jetzt in einer etwas abgewandelten Version machen. Diese drei auf jeden Fall. Dann setze ich sie mit ein. Und sie. Ich will da noch ein relativ starkes Team haben gegen Bosk. Genau. Los geht's. Gegen Bosk will ich da ein relativ starkes Team haben. Also, weil er hat... Der Vorteil ist bei diesem Team, ich muss schnell handeln. Sehr gut. Moment, das schalten wir ab. Dann verteilen wir ein paar Buffs. Sehr gut. Jawohl. Ja. So. Okay, jetzt hat er schon mal seinen Schutz verloren. Sehr gut, er geht auf den los. Das ist, habe ich nicht anders erwartet. Okay. Jetzt kann ich in aller Ruhe an dem Kollegen hier hinten arbeiten. So, jetzt hoffe ich mal. Schon ein paar Buffs verteilen. Dann greifen wir jetzt mal alle gemeinsam nochmal an, mit ihm zusammen. Etwas zu früh, aber ist in Ordnung. So. Und jetzt hat Mr. da... Sehr gut. Jetzt... Nee, heilen tun wir nicht. Jetzt Schaden auf alle. Und jetzt weg mit ihm. Hat noch nicht funktioniert. Das funktioniert nicht so, wie ich das ja auch gehofft habe. Jetzt hat es geklappt. Jetzt will ich... Jetzt gehen wir erstmal ein paar... Dann Schaden auf alle. Und jetzt hat komplett... Sehr gut. Jawohl. Dann, Moment, dann tun wir ihn ein bisschen heilen. Dann schicken wir ihn hier vor. Jetzt will ich ihn weghaben. Sehr gut. Jetzt schicken wir ihn nach Hause. Okay. Jetzt tun wir noch ein paar Buffs verteilen. Schön den... Wer muss noch ein bisschen aufgebaut werden? Sie muss ein bisschen aufgebaut werden. Und das war's. 57 Punkte ist in Ordnung. Das muss der Gegner erstmal schaffen. So. Das muss der Gegner erstmal schaffen. So, das war das zweite Team. Jetzt hat das... Jetzt greifen wir an mit einem coolen Jedi-Team. Und zum Schluss das hier. Mit diesem Team hier. Okay, los geht's. Mit Bastila Leeds sollte Bosk eigentlich kein großes Problem sein. Also, wir schicken Ezra vor. Jetzt schicken wir Anakin vor. Dann machen wir Schaden auf alle und der erste schon mal down. Das ist gut. Dann versuchen wir jetzt hier ein paar
zu verteilen. Den greifen wir gemeinsam an. Jawohl. Dann versuchen wir die. Ja, das hat perfekt funktioniert. So. Dann greifen wir ihn hier an. Der macht ein Verbrennen, das nicht funktioniert hat. So will ich das haben. Dann wollen wir uns ein bisschen schützen. Jawohl. Okay. Weiter arbeiten wir an Jango Fett. Die sollten keine große Gefahr für uns sein. Das auch nicht. Sehr gut. Bis jetzt kommt keiner am Schutz vorbei. Jawohl. Immer noch nicht. Ah, da ist jetzt der Schutz durchgekommen. Aber das stört uns jetzt erstmal auch nicht. Jetzt nochmal Schaden auf alle. Dann will ich jetzt natürlich den guten Bosk erledigen. Dann schicken wir ihn vor. Dann schicken wir jetzt, dann machen wir jetzt ihn Platz. Sehr gut, jetzt kann er nicht mehr wahllos angreifen. Das macht überhaupt nichts. Wir nehmen jetzt wieder seine Buffs weg und jetzt erledigen wir Boba Fett. Sehr gut. Schick ruhig deine Granaten, das ist in Ordnung. Jetzt hast du natürlich die ganzen Aufträge, das macht auch nichts. Wir erledigen jetzt Bosk. Jetzt machen wir wieder Schaden auf alle. Jetzt schicken wir Anakin vor. Jawohl. Jetzt sehr gut. Und jetzt sollte er weg sein. Genau so ist es, habe ich mir das vorgestellt. Und nur bei einem sind sie durch den Schutz durchgekommen. Und das ist vollkommen perfekt. Einen Punkt, also müssen es 59 sein. Sehr gut. Und das Team ist noch nicht mal so weit auseinandergerissen worden. Jetzt kann ich schon mal schauen, was mich in der Hinterhand erwartet. Beim ersten Team. Was erwartet? Aha. Sehr interessant. Wirklich interessant. Okay. Wir haben natürlich jetzt die Knuddelbärchen noch vor uns. Wir haben die Knuddelbärchen vor uns. Wir haben natürlich noch einige gute Teams. Wir haben die Knuddelbärchen. Also, jetzt werden wir natürlich einen richtig geilen Overkill machen. Wir brauchen noch einen zweiten. Genau. Den nehmen wir dazu. Genau. Okay. Ob das Team funktioniert? Gegen die Ewoks? Keine Ahnung. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Außer wäre es mal eine Schande, dass ich nicht mal Grievous einsetze. Los geht's. Also. Okay. Machen wir Schaden auf alle. Jetzt machen wir gleich nochmal Schaden auf alle. So. Moment, stopp. Als erstes den Ältesten. So, jetzt haben wir es endlich. Das war doch keine gute Idee. Ja, war keine gute Idee. Haha! Ja, ein Overkill gegen mich. Okay, ich bin ein Idiot. Warum schenke ich eigentlich Siege her? Ich wollte es jetzt richtig machen. Warum mache ich eigentlich so einen Mist teilweise? Oh.
nee. Warum mache ich teilweise so einen richtigen Mist? Das Team hätte ich gleich am Anfang setzen sollen. Meine Herren, also ist. Wie kann ein Mensch nur so dämlich sein wie ich? Das war der Sieg für den Gegner. Und der wird sich freuen. Er wird schreien: Yeah, gewonnen! Das wird er schreien, weil ich einen riesen Fehler gemacht habe. Oh, sowas nervt. Sowas nervt echt. Wahnsinn. Sowas nervt echt. Nee, weißt, warum mache ich dann eigentlich sowas? Weißt, jetzt reg ich mich wieder auf, weil ich jetzt wieder einen riesen Bock geschossen habe. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh. Da freue ich mich schon gar nicht, dass ich dann im Endeffekt nur noch, da freue ich mich gar nicht, dass ich jetzt das KNG und Oceana-Team gegen mich habe. Weil ich so einen Mist mache. Oh, na, das. Nee, das kann nicht sein, weil ich. Weil ich es richtig machen wollte, habe ich einen riesen Bock geschossen. Oh, sorry Leute, aber ich muss mich für mich selber bestrafen. Weil die ganze Zeit, ich wollte es richtig genial machen und dann mache ich wieder so einen Bockmist. Natürlich kann es nicht funktionieren. Im Nachhinein ist mir das jetzt schon klar gewesen. Ich hätte einen richtig coolen Sieg gehabt. Was mache ich? Nur Schrott. Ja, die restlichen Sachen gehen natürlich jetzt komplett durch, aber das ist halt nicht das Gleiche. Das ist halt wirklich nicht das Gleiche. So, wen nehmen wir noch mit? Ja. Ich hätte vielleicht eben noch zwei Ventures mitnehmen können oder jemand anderes. Oder gleich ich hätte gleich von vornherein drauf setzen müssen. Aber nein. Ah.
So. Der kriegt jetzt zum Beispiel ein Schwertchen. Dann tun wir uns noch ein bisschen hochheilen. Und dann machen wir den platt. Dann tun wir noch ein bisschen Schutz wieder aufbauen. Nee. Nee, sowas kann. Weißt? Ich habe extra diese verdammte Testphase gemacht und ich habe extra dann gesehen, ja, ich muss ein paar andere Sachen machen und dann mache ich so einen riesen Bockmist. Oh, der mich den kompletten Sieg kostet. Naja, durch meine Verteidigung wird er nämlich durchrauschen. Er hat genug Teams in der Reserve, dass er da auf jeden Fall ohne Probleme durchkommt. Weil, die Evox ist für ihn kein Problem, Crew ist für ihn kein Problem. Und dann natürlich die Geonosianer macht er mit dem Treya-Team platt. Und er hat und natürlich Bosk. Da wird er auch komplett durchrauschen, denn er hat auf jeden Fall genug in der Hinterhand. Aber ich gehe davon aus, dass ich da keinen Sieg raushole, obwohl ich da wirklich jetzt gut gekämpft habe. Die restlichen, aber trotzdem, dieser eine Fehler wird mich zerstören. Naja. Das ist jetzt meine erste Niederlage in der ersten Grand Arena Meisterschaft und das durch einen riesen Fehler von mir selber. Naja. Ich hoffe, dass es in meinem zweiten ein bisschen besser läuft, im zweiten Kampf. Vor allem, dass ich nicht so einen großen Fehler mache. Ich hätte jetzt halt schon 8032 Punkte haben können. Das heißt, ich würde schon kurz vor Chrom stehen. Moment, ich muss wieder rein. Ich müsste kurz vor Chrom stehen. Da fehlen nämlich nur noch 1000 Punkte fehlen. Und das hätte ich in meinem nächsten Kampf dann geholt. Ja. Gewinne auch Trupparena-Kämpfe muss ich noch machen. Ja, das sollte ich auch noch problemlos schaffen. Das hier. Da habe ich natürlich wieder mit zu kleinen Trupps gekämpft. Klar, mache ich gerne. Ja. Naja. Sorry, dass ich jetzt nicht ganz so euphorisch war wie in meinem letzten Video. Aber ich habe mich total über mich selber geärgert. Ich habe mir noch vorher überlegt, das ist doch bestimmt eine gute Sache. Und dann ist es mir erstmal aufgefallen, nein, natürlich nicht. Warum? Weil sie Zugleiste wegnehmen. Und daran habe ich nicht gedacht. Ein kleiner Fehler, große Auswirkungen. Der hat mich jetzt den Sieg gekostet. Ein kleiner Fehler, weil ich vergessen habe, dass die Evox in der Lage dazu sind, Zugleiste zu reduzieren. Und der hat mich am Ende den Sieg gekostet. Ihr habt ja gesehen, ich habe einen riesen Damage auf einmal gemacht, aber ich hätte vielleicht noch einen zweiten Druiden einsetzen sollen, der dann auch nochmal stirbt. Und mit dem zweiten hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Weil dann wäre der zweite Druide draufgegangen und dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft mit meinem General Grievous mit einem Overkill die zu erledigen. Nein, ich wollte es perfekt machen, aber egal. Leute, ärgert euch nicht über mich, ich ärgere mich um mich selber. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen kleinen Ausbruch. Und ich hoffe, ihr macht nicht diesen gleichen Fehler wie ich. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt nämlich an dieser Stelle das Video beenden. Ich werde euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten, spätestens zur nächsten Grand Arena, wie es am Ende ausgegangen ist. Da werdet ihr dann ja auch das Endergebnis dann sehen. Aber ich gehe davon aus, dass da definitiv kein Sieg für mich rausspringt. Somit werde ich Zweiter werden und das ist dann für mich nicht ganz in Ordnung. Ich hätte es mir besser gewünscht. Ich kann es normalerweise auch besser. Ihr habt es ja gesehen, Commander Luke Team hat das Team weggeballert ohne Ende. Ja, ich wollte aber Commander Luke Team für den Rest, für die Rückseite noch aufbewahren. Wollte ich, das war ursprünglich mein Gedankengang. Aber egal. Thema ist durch.
Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden, endgültig. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren, wäre natürlich super klasse. Weiterhin würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich euch in einem neuen Video begrüßen würde. In diesem Sinn, macht es gut, ciao, servus und viel Spaß in der Grand Arena. Macht euch den gleichen Fehler wie ich und möge die Macht mit euch sein.